Willkommen zurück zu einer neuen Folge vom Bus-Simulator 2021. Wir sind letztes Mal da stehen geblieben, dass wir uns einen neuen Bus gekauft haben. Und zwar den MAN A47, also eine etwas kürzere Variante als ein normaler Solobus. Wir sind noch einmal eben zur Lackiererei gefahren, haben den einmal ein bisschen umlackiert, eine neue Innenausstattung verpasst. Und nun werden wir uns zur nächsten Mission einmal rantasten. Und ich habe jetzt in der Zwischenzeit eben zwischen der letzten Folge und dieser Folge einmal so ein bisschen die Maussteuerung ausprobiert und musste sagen, ich habe 10 Minuten damit verschwendet, herauszubekommen, wie ich einigermaßen gut damit fahre. Und ja, in diesen 10 Minuten bin ich einmal aus diesem Tor herausgefahren bis hierhin. Das ist nicht weit, aber ich glaube, ich habe jetzt ungefähr herausgefunden, wie wir jetzt hier am besten mit der Maussteuerung fahren können. So kann ich mich bewegen. So, ja, unsere Sicht ist jetzt hier einmal fixiert. Das war eben mein Problem. Ich weiß nicht mehr, wie ich das jetzt geändert habe, aber jetzt sind wir hier auf jeden Fall ein bisschen. Das nenne ich mal echtes Markenbranding. Huch, okay. Sieht toll aus. Ich weiß schon, was wir als nächstes machen. Entschuldige die Störung, Mira, aber ich muss die Expansionspläne mit dir besprechen. Okay, dann lassen wir unsere Chefin mal eben hier raus. Die steigt hier aus, spricht dann mit dem Marketing-Chef oder was auch immer. So, okay. Alles gut. Klar. Und willst du vielleicht jetzt mit unserem hübsch gemachten Bus nochmal die Route abfahren? Ich rufe dich dann später an. Ja, wir fahren dann jetzt anscheinend eine weitere Route, so wie es aussieht. Ah, wir können hier einmal die Karte öffnen. Okay, Karten öffnen. Wenn du einen Blick auf die Karte wirfst, achte darauf, dass der Bus sicher steht. Ach so, dann die mache ich mal eben rein. So, das ist unsere Karte und hier können wir jetzt anscheinend schon mal sehen, das ist dieser Bereich, wo wir uns hier gerade befinden. West Oakwood, Oakwood und was ist das? Okay, St. Anthony und Lakeside View. Das sind diese drei, achso, und Highlander Park. Das sind diese drei, oder die fünf Bereiche, wo wir aktuell unterwegs sind. Da sehen wir jetzt auch schon hier einmal eine Route eingezeichnet. Und ansonsten geht es hier anscheinend noch weiter. Okay, das sieht hier so ein bisschen ländlicher aus. Städtisch. Okay, das sieht auch interessant aus. Ah, okay, also das ist hier die komplette Karte anscheinend. Wirkt, joa, ich würde mal so sagen, ungefähr so groß wie Seaside Valley, also ungefähr vergleichbar. Aber wir sind jetzt, wie gesagt, hier erstmal nur in diesem Bereich und wählen jetzt einfach mal hier die Route 2 aus. Genau. Mal eben schauen. Ich glaube, wir müssen hier anscheinend jetzt fahren. Was sehen wir denn hier? Einnahmen haben wir noch keine. Routenbalance ist 1, was auch immer das meint. Nachfrage, bla bla bla. Routendauer 10 Minuten ungefähr. Und Zufriedenheit 2 Sterne. Okay. Ja, wir fahren die am besten einmal. Ich würde am liebsten hier einmal mit dem Bus fahren. So. Ah, okay, jetzt regnet es auch. Wunderbar. Das musste jetzt nicht sein, aber okay. So. Dann würde ich mal sagen, schließen wir hier unsere Tür. Und fahren einmal los. Achso, ja, und die Feststellbremse natürlich. Gut. Wir dürfen hier einmal rechts entlang. So, ich muss mal eben kurz gucken, wie es jetzt hier mit den Tasten fürs Umschauen ist. Weil da haben wir jetzt auch welche auf jeden Fall. Okay. Aber ich muss sagen, es. Huch. Okay. Die Maussteuerung ist auch sehr empfindlich, muss ich gerade feststellen. Ich wollte gerade sagen, es lässt sich ein bisschen besser steuern. Aber nein, es ist auch immer noch ein bisschen sehr empfindlich. Okay, gut zu wissen. Ah, okay. Das da vorne ist schon unsere erste Haltestelle. Das ist ja schön. Oh, und was sehe ich da? Ich glaube, wir haben schon einen ersten Rollstuhlfahrer. So, dann müssen wir, glaube ich, hier einmal die Feststellbremse reinmachen, dann die Rollstuhlrampe ausfahren. Und jetzt dürfen wir die Türen aufmachen. Hallo, hier ist Mira. Lief alles glatt? Ich habe schon die nächsten Schritte vorbereitet und möchte dich jemandem vorstellen. Ich hol sie mal dazu. Das ist Trish Harper. Ich bin für Tourismus und Kultur zuständig. Wo ist die jetzt? Ich freue mich darauf, alle Sehenswürdigkeiten der Stadt miteinander zu verbinden. Fangen wir mit West Oakwood an. Da spielt sich das Nachtleben der Stadt ab. Es wäre toll, wenn die Leute nach einer Partynacht den Bus nach Hause nehmen könnten.
Ich bin jetzt ein bisschen verwundert, weil wir haben diese Route noch nicht komplett gefahren. Okay. Ich dachte, wir hätten hier jetzt noch einmal schön diese Rundfahrt machen sollen. Ist, glaube ich, eigentlich auch so vom Spiel gedacht. Aber wir sollen jetzt, anscheinend jetzt schon eine weitere Route erstellen. Kann natürlich auch sein, dass wir hier... Nee, eigentlich ist das hier unsere erste Haltestelle. Ich bin leicht verwirrt. Aber okay, wir machen das einfach mal. So. Okay, erstelle eine Route, um St. Anthony und West Oakwood miteinander zu verbinden. Füge deinen Line City MA47... Erstellte Route hinzu. Okay, da fehlt was. Mache einen Zeitsprung zwischen 22 Uhr und 24 Uhr. Fahre erstellte Route zwischen 22 Uhr und 24 Uhr. Okay, ja, da fehlt ein Artikel. Fahre zurück nach Jetty Drive. Okay, ich hätte eigentlich jetzt nichts dagegen, wenn wir einmal die Route noch fahren würden, also die davor. Huch. Weil das war eigentlich der eigentliche Plan. Ich würde mal sagen, wir machen das jetzt einfach. Ich kümmere mich jetzt nicht ums Spiel, also um die Mission. Wir fahren jetzt hier erstmal unsere Route. Und das war eigentlich das Ziel. Und das machen wir jetzt auch. Also wie gesagt, ich bin, was das Spiel angeht, noch nicht wirklich richtig drin im Spiel. Deswegen kann das sein, dass ich hier mich manchmal auch ein bisschen blöd anstelle. Das ist dann so. Ich kenne das Spiel leider auch nicht so komplett. Oh nein. Wartet mal. Hier müssen wir mal eben kurz jemanden darauf hinweisen, dass der nicht so laut Musik hören soll. So. Achso, hier müssen wir jetzt rechts abbiegen, links abbiegen. Alles klar. Okay. So, die Kamera will ich mir nochmal eben kurz ein bisschen anders einstellen. Ja, es ist noch ein bisschen ungewohnt, hier mitzufahren. Also ich darf nicht so stark lenken wie in Omsi, weil der lenkt hier wirklich sehr stark mit. Im Baker Park gibt's bald ein All-Directions-Konzert. Oh nein. Ich glaube, wir werden hier wieder einige schöne Sprüche zu hören bekommen. Huiuiui. Okay, also auf die Sprüche bin ich jetzt auch schon gespannt, was sie da alles so mitgebracht haben, ob sich da ein bisschen was Altbekanntes schon eingeschlichen hat. Uiuiui. So, die Rampe wird benötigt. Gut, dann fahren wir die mal eben aus. Und öffnen die beiden Türen. Oh, ich habe sogar gutes Timing erwischt, das freut mich. Gutes Timing mit fast 1,5 Minuten Verspätung, das ist natürlich schön. So, eine normale Fahrkarte. Einfach und Anzahl 1. Perfekt. Danke. Und sogar passend bezahlt. Das nenne ich vorbildlich. Gut. Dann geht's jetzt weiter auf unserer Fahrt. Ah, natürlich wird's rot. Okay, die Bremskraft ist ein bisschen, lässt noch ein bisschen zu wünschen übrig. Interessant finde ich auch, was die hier alles für, für Passanten herumlaufen haben. Ich weiß nicht, ob die genauso frei zu erstellen sind wie die eigenen Charaktere, weil da hat man wirklich eine Menge an Auswahl. Man kann alles mögliche an Haar- und Bartfarben auswählen, wie man eben gesehen hat. So ein komplett türkis gefärbten Bart sieht man nicht alle Tage. Aber ich glaube, die sind genauso gut zu erstellen wie auch die ganzen Fahrer, also die Charaktere, die man sich hier selber erstellt. Finde ich eigentlich ganz lustig, dass das alles so möglich ist. Ja, okay, es ist halt doch noch ein bisschen schwierig. So. Blinke ich nicht? Doch jetzt. So, ihr wollt hoffentlich jetzt nicht alle wieder Fahrkarten haben. Aber wir können uns ja mal eben kurz hier im Bus nochmal nach den... Oh, perfekt. Der erste Fahr... Hä, habe ich... Habe ich gerade nochmal eine erwischt? Warum fragen Sie mich nochmal?
Bitte. Ja, okay, zwei Schwarzfahrerinnen. So, weiter geht's. Ja, also wie gesagt, ich muss in dieses Spiel auch noch reinkommen, das... Nein, 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 nein. Das wollte ich gar nicht. Also es kostet ein bisschen Konzentration. Das heißt, das wird alles ganz spannend werden mit Konzentrieren aufs Sprechen, aufs Fahren, auf das Spiel an sich, zu verstehen, was das von einem will. Und ey, guck mal, da ist unser anderer Bus. Das ist der LA Business. Das ist ja schön, dass wir den hier auch noch sehen. Und die Regeneffekte sind ein bisschen spannend hier. So. Ja, hier müssen wir abbiegen. Uiuiui. Ja, wie gesagt, das ist alles noch ein bisschen ungewohnt. Und hier sind diese ganzen fiesen Schlaglöcher, aber ich habe die Strafe für die Schlaglöcher ausgestellt. Weil die sind in einigen Bereichen sehr häufig, dass man da wirklich zwei, drei Stück hintereinander hat. Das ist dann wirklich ein bisschen übertrieben, finde ich. So, und den Rollstuhlfahrer habe ich natürlich auch gesehen. Senken wir die Rampe einmal ab. Aber ich bin mal gespannt, was das Spiel dann noch so bietet. Also, abgesehen von der etwas gewöhnungsbedürftigen Steuerung. Also, es bietet dann doch einige Neuerungen hier. Was man hier schon mal sieht, sind die Regenschirme. Die sind ja schon mal neu bei den Passanten. Die ganzen Modelle. Das ist halt schon mal auch, finde ich, sehr krass, was wir hier jetzt alles mit dabei haben. Es sind ja auch einige sehr spannende Modelle mit dabei, die man jetzt hier so nicht kennt. Einfach angepasst, weil wir jetzt ja hier auch eine amerikanische Karte haben. Oh, hier haben wir eine Polizei. Okay, hier sollte ich mich vielleicht mal an die Verkehrsregeln halten. Und dem vielleicht nicht seine... Oh, er bleibt stehen? Ach so, ist eine rote Ampel. Dann dränge ich mich da doch nochmal vor. So, hier dürfen wir einmal... Ui. Auch eine interessante Fahrt. Eine interessante Kreuzung. Huiuiui. Achso, er will raus, aber es ist eh Endhaltestelle. Okay, perfekt. So, dann hätten... Achso, ich muss die Rampe noch öffnen. Ich muss G gedrückt halten. Da war ja was. So, jetzt können wir die hier öffnen. Dann sind unsere Fahrgäste gleich auch alle draußen. Und ich habe das Ende der Route erreicht. Und wow, ich habe eine Route mit 85% Effizienz. Oder zumindest die späteren, NPC-Fahrer, die werden dann eine Route mit 85% Effizienz haben. Das ist, denke ich mal, gar nicht mal so schlecht. Gut. Jetzt gehen wir in das Kartenmenü. Jetzt erstellen wir hier eine Route. Und jetzt müssen wir mal eben ganz kurz schauen. Wir müssen anscheinend hier starten. Am Jetty Drive. Dann halten wir an Regatta und Jetty. Dann halten wir West Oakwood Bay, Lincoln Street und... Nur vier Haltestellen. Okay, Änderung übernehmen, Busse automatisch zuweisen. Möchtest du dieser Route automatisch Busse zuweisen lassen? Du kannst die Zuweisung jederzeit über das Fahrplanmenü anpassen. Ja doch, hier. Ich will meinen, sowas von recht. Lass uns die neue Route. Okay, ist anscheinend schon passiert. Und das pulsierende Nachtleben von Angel Shores genießen. Interessant. Also das Spiel ist manchmal noch ein bisschen schnell für meinen Kopf. So, Zeit vorspulen auf von ein Zeitsprung zwischen, ach so, zwischen 22 Uhr und 4 Uhr. Ach komm, was nehmen wir denn mal? Ach, wir nehmen mal 23 Uhr. Die goldene Mitte. So. Fahre die Route 3 zwischen 22 Uhr und 24 Uhr. Okay, machen wir. Dann sehen wir jetzt noch eine zweite Route hier. So, Zeitsprung ist abgeschlossen. Ist das hier auch unsere erste Haltestelle? South Amador Street. Ja, doch, das sieht gut aus. Oder ich muss mal eben auf der Karte schauen. Ist das... Doch, das ist unsere... Ist das... Nee, das ist nicht unsere...
Wir müssen da halten. Oder? City Hall. St. Anthony Church. Nee, wo ist unsere erste Haltestelle? Kann ich die hier eben sehen? Route wählen? Route 3. Ah, müssen wir da oben? Nee, oder? Route 3, jetzt fahren. Mit dem hier. Annehmen. Okay, perfekt. Dann können wir jetzt mal eben weiterfahren. So. Wo ich jetzt erstmal so auf den ersten Blick so ein bisschen enttäuscht bin, das ist der Sound. Weil der hört sich jetzt zum Beispiel hier im MAN noch sehr vergleichbar mit dem Bus-Sound aus dem Bus-Simulator 2018 an. Da sind die Sounds tatsächlich nicht unbedingt realistischer geworden. So, und hier übrigens zu unserer linken Seite ist dieser Chinatown-Abschnitt. Wartet mal, muss ich jetzt hier abbiegen? Ich kann das doch immer so schlecht erkennen. Ich denke mal schon. Wir können eine Bushaltestelle ausbauen, okay. Das finde ich interessant. Dies ist über den Kartenbildschirm möglich. Was ist das denn? Hier. Ach, Haltestellenstufe. Okay. Aha. Ich glaube, das werden die uns später noch ein bisschen erklären. Hoffe ich. Hoffe ich. So, ein Fahrgast blockiert die Tür. Wunderbar. Das muss jetzt nicht sein. So, einmal die Fahrkarte. Und auch einmal hier von Ihnen die Fahrkarte. Okay, Tür blockieren und dann auch noch schwarz fahren. Das sind mir die liebsten Fahrgäste. So, weiter geht's. Regarda and Jedi. Genau, ich muss dann noch so einen amerikanischen Akzent für die nächsten Folgen üben. Ich bin auch mal gespannt, wie umfangreich dann die Mission sein wird. Also beim Bus-Simulator 2018 war die ja schon sehr umfangreich. Ich denke mal, dass wir hier auch was ungefähr in dem Bereich dann auch erwarten können. Wir haben ja auch wieder einiges freizuschalten an Bereichen. Also ich denke mal, da wird man auch einiges an Zeit nochmal verbringen dürfen. Und bis wir alle Modelle mal irgendwann gesehen haben, das wird ja auch ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen. Und ich würde gerne mal jedes Modell einmal gefahren sein. Das ist zumindest jetzt mein Ziel für dieses Let's Play. Es wird sich ein bisschen über eine längere Zeit erstrecken. Ich glaube, das kann ich auch relativ gut vorproduzieren. Das ist dann für die Zeit fürs Studium, wo ich noch nicht weiß, wie das alles dann ablaufen wird, wie viel Zeit ich haben werde, ob ich dann überhaupt noch Let's Plays machen möchte. Ich glaube, das ist dafür sogar eine ein ganz gutes Projekt. Omsi lässt sich natürlich auch immer ganz gut vorproduzieren, aber da erscheinen ja auch nochmal regelmäßig neue Sachen. So, ich glaube, ich muss hier gerade ausfahren. So, du bleibst bitte stehen. Bin dir dankbar. Oh, hier die ganzen Palmen. Ja, man sieht, dass das hier so ein bisschen... Nein, ich habe doch nicht so stark gelenkt. Okay, jetzt fahren wir hier schön... Also es sieht schon jetzt auf einmal in der Nacht gar nicht mal so schlecht aus mehr. Hier die Wolkenkratzer am Rand. Also es hat schon was. Ich kann das Wochenende kaum. Ich muss nur aufpassen, dass ich hier gerade fahre, wenn ich jetzt mich hier umschaue. Ich darf eigentlich dann die Maus gar nicht bewegen. Das ist ein bisschen... Ist noch ein bisschen ungewohnt hier. Ah, und hier bin ich auch schon im Tutorial lang gefahren. Das ist jetzt hier anscheinend so ein bisschen der größere Bereich hier mit den Hochhäusern. An dem einen Ufer, dann haben wir jetzt hier diese Hochstraße. Da werden wir sicherlich später auch mal drüber fahren oder entlang fahren. Oh ja, das ist aber hier... Hier kann auf jeden Fall kein Doppeldecker lang fahren, habe ich so das Gefühl. Gut. Einmal die Rampe ausfahren. Das nenne ich die perfekte Parkposition. So, warum habe ich jetzt hier... Hä, was? Zeittag Balance? Linker Gesetz, obwohl geradeaus gegen den Bordstein gefahren.
War das jetzt schon gerade die letzte Haltestelle? Okay. Ja, wie gesagt, ich bin heute auch ein bisschen verplant. Okay. Vollständige Statistiken brauchen wir, glaube ich, gar nicht. Ja, doch, da kann man jetzt einmal rausgehen. So. Ja, aber eigentlich geht das doch noch weiter. Ja, doch, wir haben hier noch mehrere Fahrgäste. Also, ja, wie gesagt, das Spiel verwirrt mich dezent. Gut, wir fahren einfach weiter. Wir sind ja noch nicht durch. Aber dass wir jetzt auf einmal schon den Zeittag haben, also ich glaube, so ganz richtig funktionieren tut das Spiel noch nicht. Oder ich stelle mich wirklich extrem doof an. Manchmal ist das ja so, wenn man gerade irgendwie bei einem Spiel einsteigt und das alles noch nicht so richtig kennt, dann ist man manchmal sehr ahnungslos. Deswegen hat mich das jetzt mit dem Zeittag, bleibst du da wohl stehen, mit dem Zeittag sehr gewundert. Ja, jetzt haben wir hier die Endstation. Eieiei. So, die Rampe wird ausgefahren. Und dann öffnen wir mal die beiden Türen wieder. So. Fahre zurück nach Jetty Drive. Oh, hier. Das wird auch immer besser. Jetzt haben wir hier eine Effizienz von 89%. Das ist auch nicht schlecht. Gut, wir müssen jetzt wieder zum Jetty Drive. Das war ja, glaube ich, unsere Anfangshaltestelle, soweit ich das weiß. Das heißt, hier können wir jetzt, glaube ich, einfach dem Navi folgen. Ja. Genau, perfekt. Ja, also die Empfindlichkeit muss ich auf jeden Fall nochmal runterstellen. Das ist ein bisschen sehr heftig, würde ich mal sagen. Aber okay, ich lerne mit dem Spiel. Ich würde mich da auch an euch anpassen, an euch Zuschauer, also an die 5 Leute, die dieses Video sehen werden. Was denn jetzt besser ist? Tastatursteuerung, Maussteuerung? Lenkrad kann ich jetzt leider nicht anbieten. Ich war ja noch nicht mal 50. Das kommt mir schon ein bisschen sehr schnell vor. Uiuiui. So, du hast eigentlich Vorfahrt, aber du bleibst stehen, weil du den Fußgänger, der noch nicht mal auf dem Fußgängerüberweg war, auf jeden Fall noch rüberlassen möchtest, also der noch nicht mal in der Nähe war. Schön. So, hier sollten wir jetzt halten. Genau, fahre zurück nach Jetty Drive. Hi, Chef, Steve hier. Der Fahrer, der gerade die andere Route fährt, fühlt sich nicht gut. Kannst du die Strecke übernehmen? Übrigens, wenn du wissen willst, wann der nächste Bus kommt, guck einfach auf den Fahrplan. Aha. So, Übernahme. Übernimm einen Bus. Verlasse den Bus bei Jetty Drive und halte C gedrückt, um... Danke, dass ich mir das noch durchlesen konnte. Heieiei. Aber wir können uns hier den Fahrplan anschauen. Route 1. S416 LE Business kommt in 2 Minuten an. Ja, nein... ja. Hoffentlich ist es nicht der gleiche Fahrer wie gestern. Hier, das ist doch unser Kollege dann. Okay, ja, aber ich würde mal sagen, das machen wir dann erst in der nächsten Folge. Ich bin, wie gesagt, hier noch ein bisschen neu. Noch nicht so drin. Und dann schauen wir mal, was dann die nächste Mission in der nächsten Folge so mit sich bringt. Also, macht's gut bis dahin und tschüss!